Servus und willkommen zu einer neuen Folge Super Meat Boy. In der letzten Folge haben wir mal wieder, das sind wir ja inzwischen gewohnt, seit ein paar Folgen, ja, nicht allzu viel erreicht. Wir sind immer noch in der Dark World der Hölle. Und ich muss ehrlich sagen, diese scheiß Dark World, die zieht mir komplett die Hosen aus. Ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter mit Level 10. Hatten wir uns ja letztes Mal schon kurz angeguckt. Ja, das wird ekelhaft werden. Ich blicke hier absolut nicht durch. Es ist der Wahnsinn. Also ich kann es mir schon ungefähr vorstellen. Okay, so könnte es klappen. Na, da war ich einen Ticken zu hoch. Jetzt ist er nicht durchs Portal gegangen. Genau. Dann einmal so, einmal so, einmal... Ja, vielleicht sollte ich mal hier von oben ran. Na, mit A+ wird das auf jeden Fall nichts hier. Okay, also an sich scheint es so zu klappen, okay. Jetzt war ich natürlich ein bisschen fail-lastig. Ich muss mir diese Reihenfolge hier merken, sonst haut das nicht hin. Aber mit A+ wird das, glaube ich, nichts. Da springe ich schon wieder viel zu weit, Wahnsinn. Ja, Sinan, sehr schön. Natürlich zuerst in die andere Richtung. Das war wieder total dumm von mir. Okay, das hat wieder nicht geklappt. Ich springe da teilweise immer viel zu niedrig. So, jetzt einmal außen rum. Okay, die Plattform unten muss ich erwischen, dass ich hier zeitig... Ja gut, jetzt habe ich schon wieder verpennt. Dass ich da... Denke ich, in A-Plus-Zeit hochkomme. Ah, jetzt hänge ich hier schon wieder. Wahnsinn. Okay, das war schon wieder viel zu spät. Ja, sehr schön. Also das ist echt wieder so eine Millimeter-Sache. An sich scheint mir das nicht allzu schwer zu sein. Das ist halt wirklich... Jetzt habe ich schon wieder verpennt. Ich bin doch heute bescheuert im Kopf. Okay, aber so kann es klappen. So kann es klappen. Ja, das war wieder ein Millimeter zu wenig. Und das war wieder ein Millimeter zu viel. Wir sind es ja inzwischen gewohnt. Und ich springe natürlich wieder falsch. Eieiei, wo bin ich heute eigentlich mit den Nerven? Das gibt's doch nicht. Gut, das war auch verkackt. Also das Prinzip ist, glaube ich, sowohl mir als auch euch jetzt klar. Einmal hier so, dann hier rüber, hier so, dann einmal hier so rüber, dann einmal runter. Okay. Ja, sehr schön. Jetzt hat der Anfang hier geklappt, aber der hintere Teil nicht. Vielleicht sollte ich mir die Map sogar mal von vornherein anschauen, bevor ich hier irgendwie blöd rumlaufe. Das war natürlich auch ein Fail. Gut, der Teil scheint jetzt erstmal einigermaßen zu klappen. Okay. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Ja, da sind natürlich nochmal Sägeblätter. Das ist doppelt ekelhaft. Aber ich werde dieses Level schaffen. Ich werde dieses verdammte Level schaffen. Ich sag's euch. So. Okay. Ernsthaft? Puh, also schwer ist die Map nicht. Schwer ist die Map nicht. 17 Sekunden. 17 Sekunden. Das können wir schaffen, Freunde. Das können wir schaffen. Das können wir tatsächlich schaffen. 17 Sekunden sind eigentlich ein Klacks, wenn ich mal ehrlich sein soll. Nur darf ich diese Lava da nicht treffen. Gut, der Teil hier, der klappt inzwischen. Das ist alles so eine Gewöhnungssache. Das ist der Wahnsinn. Also wenn man es einmal... einigermaßen drauf hat. Das war jetzt, glaube ich, wieder zu langsam. Na. Alles klar, sehr schön. Die Bandage. Da muss ich jetzt mal kurz überlegen, mit wem wir das machen könnten. Dafür würde ich mir das aber jetzt gerne nochmal fix anschauen. Damit ich da die Höhe ungefähr einschätzen kann. Okmo wäre, denke ich, eine Möglichkeit. Ich würde sagen, das probieren wir mit Okmo nochmal. Das probieren wir, glaube ich, mit Ogmo nochmal. Nee, sonst würde mir spontan niemand einfallen. Okay, das war natürlich ein Fail. Na, das haut so mit Ogmo nicht hin. Nee. Aber wir brauchen im Prinzip uns nicht beeilen. Es geht ja jetzt wirklich nur noch um die Bandage. Nee, 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 nee. Wie soll das denn gehen? Jetzt mal ganz ehrlich. Vielleicht mit Fly Wrench?
Kann das gehen? Kann das tatsächlich gehen? Das kann, glaube ich, sogar gehen. Okay. Kommen wir hier überhaupt durch mit Fly Ranch? Tatsächlich? Okay, das wird hier hinten, glaube ich, ekelhaft. Mit Fly Ranch. Ich bin mir gerade unsicher. Fly Ranch ist ja doch ein bisschen holpriger. Wobei wir uns, wie gesagt, absolut nicht beeilen müssen. Nur da vorne bei den Sägeblättern wird es, glaube ich, mit Fly Ranch tatsächlich ein bisschen eng. Nein! Okay, ich versuche es noch einmal mit Fly Ranch und ansonsten werden wir uns mal mit Ogmo ranmachen. Okay. Also einmal bis Fly Ranch da auf die Seite, meine ich natürlich. Da, wo die Sägeblätter sind. Warum klappt das denn manchmal und manchmal nicht? Okay. Na, das war Fail. Das war ein Fail. Warum klappt das denn manchmal? Ah ja, jetzt, ja. Aber ich blick zwar immer noch nicht, warum das klappt. Gut. Na, Sinan. Na, vielleicht sollten wir tatsächlich wieder auf Ogmo wechseln. Ogmo könnte das eigentlich packen. So, einmal runter. Okay, dann warten wir mal. Das könnte tatsächlich hinhauen. Ach nee, der Ogmo kann ja gar nicht so hoch rutschen, gell? Aber Ogmo kann den Doppelsprung. Warum habe ich daran nicht gedacht? Okay, das kann hinhauen. Okay. Das kann tatsächlich hinhauen. Wie habe ich das denn hier gemacht? Na, das sah gar nicht mal so übel aus. Freunde, wie habe ich das vorhin geschafft? Also, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Okay, so kann man es im Prinzip machen. Indem man einfach hier mit einem Doppelsprung durchhüpft. Nee, okay. Na, das ist alles ein bisschen kompliziert, wenn ich ehrlich sein soll. Okay. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber... Ach komm, Sinan, ernsthaft nicht. Wahnsinn. Okay. Vielleicht sollte ich auch einfach ins nächste Level... Aber wir versuchen das jetzt nochmal. Also im Prinzip muss doch Ogmo da hochkommen. Nein! Das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Also so rum würde es, glaube ich, sogar gehen. Tatsächlich, okay. So. Ich bin jetzt gewillt, das zu schaffen. Na, Sinan. Ich muss an Ort und Stelle einen Doppelsprung machen, sonst wird das nichts. Also einmal versuchen wir es noch, ansonsten ziehen wir jetzt weiter. Ja, gut. Dann holen wir die Bandage irgendwann anders. Ist ja im Prinzip auch egal. Das nimmt einfach alles viel zu viel Zeit in Anspruch. So, mal gucken. Ja. Seriously? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Kommen wir da mit irgendeinem anderen Charakter hin? Kommen wir da vielleicht mit Ogmo hin? Ja, das war, glaube ich, auch die Lösung. Ogmo ist, glaube ich, die Lösung allen Übels.
Na, das war... Okay, okay, aber mit Ogmo können wir es schaffen. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Na, da hätte ich einfach nur an der Wand bleiben müssen. Also mit Ogmo kann man das schaffen, wenn man nicht so dumm ist wie ich. Sag einmal. Okay. Dann einmal hier runter, einmal hier rüber. Warum mache ich denn immer den gleichen Fehler? Es ist manchmal echt zum Verzweifeln mit mir. Das ist... Na, 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 na. Kommen wir vielleicht mit Ogmo direkt an diese Wand hier? Hm. Das könnte natürlich auch hinhauen. Wenn ich das Portal denn mal treffen würde. Also irgendwie ist aktuell niemals ein Meatboy-Tag. Nee. Ich bin zurzeit echt absolut nicht in Meatboy-Stimmung. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal wieder eine normale Welt zocken. Also nicht diese Dark Worlds. Nein, ich hätte doch nur einfach den Doppelsprung machen müssen. Sinan, warum bist du manchmal so einfach idiotisch dumm? Das ist... Das tut doch einfach weh im Kopf, ganz ehrlich. Das tut überall weh, das tut an den Augen weh. Nein, das gibt's doch nicht. Aber ich glaube, so sollte es tatsächlich klappen. Wenn ich nicht schon wieder irgendeinen Schmarrn machen würde. Okay. Ja. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Oh Mann. Aber das Prinzip, das haben wir jetzt, glaube ich, allesamt raus. Hier am Bildschirm wahrscheinlich auch. Ja, Sinan, mit sowas kriegst du keine A-Plus-Zeit hin. Ehrlich nicht. Das muss alles ein bisschen zackiger gehen. Und zwar genau so. Oh, fuck you. Das gibt's doch nicht. Warum habe ich das denn vorhin so gut geschafft und jetzt geht gar nichts mehr? Das ist irgendwie traurig. So, einmal hier hin. Dann schnell rüber. Alles klar. Was war die A-Plus-Zeit? 16,5. Okay, keinerlei Bandagen. Weiter ins nächste Level. Ja, vielleicht sollten wir wieder Meat Boy nehmen. Glaube ich. Aber an sich schaut das nicht schwer aus. Wir müssen hoch, den Laser ablenken, dann hoch, runter. Charakter wechseln. Ja, das machen wir jetzt mal ganz fix. So, einmal so den Laser verarschen. Okay. Wo ist der Schlüssel? Ah ja, okay. Das sollte natürlich nicht sein. Haha, okay. Alles klar, so ein bisschen habe ich den Durchblick, glaube ich. Okay, da muss ich arg bremsen. Eventuell lasse ich da einfach die Lauftaste mal los. Genau, dann gehen wir mal hier hoch. Ja, so klappt das natürlich nicht. Vielleicht sollte ich danach nochmal hier hinter diesen Stein... Nee, das haut so nicht hin, Freunde. Okay. Puh, ich hab Schiss, ich hab Schiss, ich hab Schiss. Und es war absolut berechtigt. Ich hab jetzt erstmal keine Ahnung, wie ich auf der rechten Seite weitermachen soll. Nee, 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 nee. Wahnsinn. Jetzt habe ich den Schlüssel nicht bekommen. Ja, und bin in der Lava gelandet. Wahnsinn. Nee. Wie habe ich das denn gerade eben geschafft? War ich da echt so arg viel schneller als jetzt? Das haut doch so absolut nicht hin. Ich muss ganz kurz überlegen. Sorry. Wie soll das denn gehen, bitte? Vor allen Dingen muss man dann wieder zurück. Ja, bring mich mal kurz um, bitte. Muss man dann zurück, um zu Bandage Girl zu gelangen. Das haut nicht hin. Wie habe ich das vorhin gemacht? Ich glaube, ich muss gleich mal, wenn ich das Video hochgeladen habe,
bzw. gerendert habe, analysieren, wie ich das gemacht habe. Eieiei, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das war wieder ein Millimeter. Also das haut einfach zeitlich nicht hin. Bring mich mal um, bitte. Danke. Wahnsinn, Wahnsinn. Ein verdammter kleiner Millimeter. Ich glaube, ich muss hier sehr, sehr eng um das Auge springen. Dass ich das hier irgendwie noch zeitlich schaffe. Genau. Okay. Jetzt genau andersrum. Okay. Und jetzt irgendwie zu Bandage Girl. What the fuck? Was ist die Abschlusszeit? 18,5. Wie lange haben wir gebraucht? Ich glaube, weil ich hier einmal eine Runde zu viel gedreht habe. Daran liegt's, oder? Daran liegt's. 18,5. Jetzt bin ich gespannt und ich überlege auch, diese Folge etwas länger zu machen, dass das hier hinhaut. Na, das liegt tatsächlich, da habe ich einfach viel zu viel Schiss gehabt. Ich muss mich einfach... WTF. 5 verdammte Sekunden. Das machen wir nochmal, Freunde. Das machen wir nochmal. Und so haut das nicht hin. Ich muss den Schlüssel beim ersten Mal bekommen. Okay, 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 so kann es klappen. Und das ist die kaputte Bandage Girl und ich habe es verkackt. Leck mich am Arsch. Jetzt war ich gerade ein bisschen euphorisch, weil ich die kaputte Bandage Girl gesehen habe. Na, das muss schneller gehen. Aber das Prinzip ist raus. Das Prinzip ist raus. Schnell hier um das Auge rum und dann ganz schnell hier hoch. Genau, dann einmal hier schnell um dieses Auge rum. Da kommen wir vielleicht sogar noch enger hin, dass wir direkt da in diese Nische kommen. Boah, war das knapp. Ein verdammter kleiner Millimeter war das. Oh, Wahnsinn. Ich muss ab und zu diese scheiß Sprungtaste loslassen. Die Lauftaste, nicht die Sprungtaste. Ich bin jetzt echt gewillt, die Folge ein bisschen länger zu machen. Wahnsinn. Na, das war, glaube ich, zu viel. Na, ich komme auf diese kleine Plattform, da bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher, dass ich das schaffe. Das hat mich tatsächlich der Ehrgeiz gepackt. Na, durchs Auge darf ich natürlich nicht springen. Komme ich hier vielleicht schneller rüber? Nee. Na, das dauert zu lange. Das haut so nicht hin. Sag mal, warum springe ich denn da nicht? Das gibt's doch nicht. So, schnell runterrutschen. Einmal rüber, einmal so, einmal so, einmal hier flack, flack, flack. Und da waren wir zu langsam. Muss ich da vielleicht einfach ein bisschen höher rutschen? Ich weiß das nicht. Da gibt's sicher noch einen kleinen Trick, wie man diesem Laserauge ein bisschen schneller... Na, das haut nicht hin. Bring mich um, bitte. Danke. Wahnsinn, spring doch, mein Junge, spring doch. Okay. Ja. Nein. Jetzt hatte ich es tatsächlich geschafft und dann so eine Scheiße. Wahnsinn. Ja. Das gibt's doch nicht. Ich berühre das doch nicht. Ich habe sogar die Lauftaste losgelassen. Ach, Sinan. Das haut so nicht hin, Freunde. Das haut so nicht hin. Es muss einen perfekten Run geben, aber diesen verdammten Run gibt es nicht. Es gibt ihn einfach nicht. Mensch, 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 Mensch. Oh Mann! Was mache ich denn falsch? Ich verstehe es nicht.
Freunde, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Warum dreht sich dieses scheiß Auge so extrem schnell? Ich verstehe es einfach nicht. Ach komm, leck mich doch. Kann ich eventuell... Ah, ich glaube, ich habe sogar eine Idee. Nee, das war eine blöde Idee, glaube ich. Ich könnte natürlich... Wobei, nee, das Auge dreht sich mit. Da habe ich keine Chance. Ich hatte überlegt... Von der Wand links vom Auge nach rechts zu springen. Aber das Auge dreht sich ja mit. Also der Laser ist auf der Seite, über die ich springen würde. Nein! Aber ich sehe schon, es geht. Man muss einfach ein bisschen schneller... Ja. Ein bisschen schneller agieren. Ja. Nein! Nein, ernsthaft nicht. Oh, fuck you. Das sind echt Wahnsinns-Millisekunden, die man da irgendwie... Ach komm, nerv mich nicht, Meatboy, ganz ehrlich. Nerv mich einfach nicht. Na, das wird schon wieder gar nichts. Das ist so eine üble Zeitverschwendung, was ich hier mache. Nein, was tue ich? Warum vergesse ich diese scheiß Lava dort? Ach komm, nerv mich nicht. So, jetzt bin ich mal ganz schnell still. Muss mich konzentrieren. Hat ja super geklappt. Oh, Faxina, hör doch auf mit der Scheiße, ganz ehrlich. Wahnsinn. Wahnsinn, rege ich mich gerade über meine eigene Dummheit auf. Das ist wirklich heftig. Einfach nur noch heftig. Na, da war ich schon wieder viel zu langsam. Jetzt wird die Folge tatsächlich schon wieder so lang. Wahnsinn. Aber gut, wenn man nichts erreicht, dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Also gewöhnt euch dran, immer wenn die Folge... sehr, sehr lang ist, dann wisst ihr schon von vornherein, dass wir nichts erreicht haben in der Folge. Also im Prinzip ist das nicht schwer. Ich schaff's doch fast jedes Mal. Nein! Nein! Really? Ach komm, fuck you, Meatboy. Oh, Wahnsinn. Also das ist echt heftig, Freunde. Das ist echt heftig. Ich sehe schon, ich kann den Laser ein bisschen ausbremsen, indem ich hier so ein bisschen rumchille. Ja, so extrem rumchillen sollte ich vielleicht auch nicht. Allen voran, weil ich die A-Plus-Zeit erreichen möchte. Nee, ich darf nicht so hoch, so schnell nach oben springen. Das haut einfach nicht hin mit dem blöden Laser. Nein! Warum? Vorhin habe ich es doch auch geschafft. Nein! Ich will nicht mehr. Ich will ernsthaft nicht mehr. Dieses Spiel macht mich nervlich fertig. Ach komm, fuck you, ganz ehrlich. Man darf sich an 10 Stellen keinen einzigen Fehler erlauben. Bei allen 10 Stellen gleichzeitig. Das ist einfach nur mies. Das... Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Mir tut langsam wieder alles weh, ganz ehrlich. Puh. Ach komm, fuck you, Sinan, ganz ehrlich. Warum bin ich eigentlich so ein verdammter Idiot? Sagt mir das mal bitte jemand. Wie bescheuert kann ein Mensch beim Meatboy-Zocken eigentlich sein? Das gibt's doch nicht. Ah, ich glaube, so könnte es sogar klappen. Da dreht sich das Auge ein bisschen langsamer. Wenn ich hier direkt drüber springe. Nein! Warum? Warum? Warum um Himmels Willen? Warum? Boah, heftig, 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 heftig.
Oh Mann. Freunde, ich gebe gleich auf. Ich gebe gleich auf. Ich habe keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Das Spiel macht mich einfach nervlich komplett fertig. Ich flippe hier aus. Boah. Nein! Fuck you! Alter, Ablos, leck mich am Arsch. Boah, hör mir auf mit der Scheiße, ganz ehrlich. War das die kaputte Bandage Girl? Nicht, oder? Das ist jetzt nur in dem Wiederholungsdings hier. Boah, wie viel Meat Boys wir verschleudert haben. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und einer hat's geschafft. Freunde, ich kann nicht mehr. Leckt. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir 25 Minuten und ich glaube 2 Level geschafft. Hört's mir auf. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.